Unsere Königin ist in das offene Meer geschwommen. Wir konnten sie nicht aufhalten. Wir haben es echt probiert, wir haben gesagt, Königin, nein. Ins offene Meer? Euer Schiff sieht sehr stabil aus. Was soll das denn? Ist das eine Drohung? Was sollte das denn jetzt? Die Strömung bringt euch bis in die Hölle, Höhle. Höhle, Höhle, Höhle. Der Geisterkahn soll sich in der Höhle befinden, die zum Unterwasser... Ich freue mich jetzt schon darauf, aber das ist so dämlich. Ich mag sowas nicht. Ein Geisterkahn? In anderen Spielen, da machen sie was draus. In Dragon Quest gibt es zum Beispiel auch einen Geisterkahn, aber da machen sie eine Geschichte draus. Warum gibt's den? Warum macht der das? Wie könnt ihr das lösen? Da gibt es einen ganzen Arc drum. Und dann denkt man danach so, das hat Sinn ergeben. Und hier ist es einfach nur, hallo, ich bin ein Geisterkahn. Ich bin böse. Auf. Wieder zu. Hallo? Kannst du mal zumachen? Das ist gefährlich, wenn du nicht zugehst. Okay, wo ist denn die fucking Strömung? Die Strömung führt euch... Nee, das war der Tempel. Da sind mal mehrere Löcher nebeneinander, ne? Das ist ja wie bei deiner Frau... Das ist ja wie bei... Ein Hund. Mhm. So, sollen wir nach oben gehen? Nee. Scheiß auf die Königin? Da waren wir. Zum Tempel. Also doch? Ich bin so verwirrt gerade. Ja, okay. Scheinbar ist es richtig. Wir haben jetzt nicht abgespeichert. Ist egal. Hui! Oh, die Strömung hat sich echt verändert. Oh, ich dachte, wir kriegen jetzt einen Dungeon. Vielleicht kann ich mich deshalb nicht mehr dran erinnern. Moin, deine... Oh, boah. Du siehst ja echt basic aus, Prinzessin. Ich habe nicht abgespeichert. Ach, dieser Ort ist sehr gefährlich. Ach, geht bitte wieder zurück in eure eigene Welt. Dazu reicht uns die Zeit nicht mehr. Ich musste es mir nur wünschen. Und Athea bringt wieder einen tollen Spruch und ist wieder besserwisserisch. Ich mag Athea, aber ich mag nicht so diese... Ich mag einfach nicht... In jedem Medien sind Elfen immer so eingebildet. Also ich habe ja... Irgendwann möchte ich ja Skyrim... wirklich mal, ne, durchspielen. Jetzt, wo ich weiß, ich schaffe es. Ich habe Fallout und Enderal und sowas. Ich will es durch. Ich will es machen. Ich freue mich voll drauf. Und ich habe mir dann gedacht, ich will aber kein Elfen spielen. Und ich fühle mich wie ein Rassist. Aber, oh, zumal ich sie nicht doof. Ich finde Elfen total interessant. Bloß, ich finde zum Beispiel Legolas auch toll und so. Bei Herr der Ringe. Hieß doch so, oder? Aber, oh, Elfen sind immer so eingebildet hochnäsig. Das ist anstrengend. Stimmt. Oh, hi. Das meine ich. What the fuck? Da ist ein Schiff, da ist ein Schiff. Das ist einfach angekommen. Nun steht es da und guckt uns an und wir stehen am... eigentlich am Land. Der Fisch hat mehr Sinn gemacht. Aber okay. Dann ist das eben jetzt so... Oh. Also, Furie oder Dunkelspruch, machen wir Drachenherz. Das ist alles vollkommen egal gerade. Er ist wahrscheinlich dunkel. Dann wiederum haben wir gegen Licht Verbesserung. Mach mal Furie auf ihn. Auf Guy. Warum nicht? Und, oh, guck mal, Champion, sehr schön. Verringert Gigakraft. Jetzt ist ATR voll hier. Voll die Wut bringt ihm zu heilen tun. Aber naja, okay. Wir haben ja jetzt hier Reflektor. Sehr schön. Und Kura, wo ist denn jetzt Panzer? Nein. Courage? Ja, warum Courage? Oh! Wir haben ja noch den Dunkeldrachen bei uns. Oh, das Lied wird nie... Ich spiele das so oft im Spiel. Oder habe in meinem Leben so oft gespielt. Das Lieben wird ja... Oh mein Gott, war das gut. Das Lied wird nie schlecht. 185! Damn! Ja, und das Schiff jetzt so, kann ich nochmal weg? Kann ich nochmal zurück? Wie kann eigentlich die Karosse kann man nicht sagen, ne? Wie heißt ein kaputtes Schiff? Ist ja geil. Wie kann dieses Geisterschiff unter Wasser? Egal. So, was machen wir jetzt mit dir? Drachenherz und sowas, das brauchen wir alles nicht. Du machst einfach Furie auf dich selbst. Und du machst jetzt dein Licht. Oh mein Gott, wir können nur Dabber machen.
Althea kann endlich mal seinen Lichtzauber machen. Ist das nicht wunderschön? Oh, Götterschlag. Wirksam gegen Untote. Lul, Silan darf jetzt endlich mal Götterschlag machen. Guck mal, jetzt wird der ganze Raum erhellt. Und dann wird Piana oder wie hieß da, blind. Das war schlecht. Götterschlag. Das war nice für Silan. Endlich können wir mal Götterschlag richtig benutzen. Schön. Wir haben den Dunkelheitdrachen. Oh nein. Aber dafür überlebt er länger. Oh ja, töte ihn. Ja, yeah, sehr gut. Geil, als ob nichts gewesen wäre. Einfach normal. Nice. Lichtwand brauchen wir nicht. Kannst du noch irgendwas machen oder haust du jetzt einfach nur? Ich glaube, früher habe ich ihn echt mal häufiger zaubern lassen, aber... Weil er hat echt gut eigentlich Magie. Nö, hau zu. Hau ihm zu. No da ba auf alle. Ja, was machen wir jetzt mit Celan? Celan hat gar nichts zu tun, ne? Das ist ja mal wieder super toll. Nein, sonst hat sie immer was. Aber ich würde mal sagen, Phönix. Für mich ist Dunkelheit ist eher allergisch gegen Feuer, weil Feuer hat automatisch Licht in sich. Das macht doch Sinn, oder? Das macht doch Sinn, oder? Bitte bestätigt mich. Bada. Ich finde den Drachen aber cool, muss ich sagen. Das wird vielleicht mein... Also der Phönix ist mein Liebling, aber er sieht einfach nur cool aus. Den Drachen an meiner Seite zu haben, dass die Dunkelheit auf meiner Seite ist, ist doch mega nice. Und Phönix war auch scheinbar sehr stark. Ich habe nicht aufgepasst, weil ich gerade darüber nachgedacht habe, diesen Drachen an meiner Seite zu haben. Und alle Gegner, die versuchen mir... Mein Gott, ist das ein langweiliger Kampf. Und alle Gegner, die versuchen mir hier irgendwie einen Karren zu pinkeln, kommt einfach Drache, guckt sie an und alle ihre Albträume werden in ihrem Kopf wahr. Und die pinkelt sie hinein. Und ich denke mir, oh, ein Glück bist du auf meiner Seite. Phönix! Phönix macht auch Sinn, weil es ist ein Holzschiff. Also, ich sollte sehr viel machen. Wir gucken mal. Ich habe nicht aufgepasst. Ihr schon. Ich weiß, ihr seid sehr aufmerksam. Da bin ich auch sehr stolz auf euch. Aber 400. Ja, meh. Dafür, dass er eigentlich brennt. Aber er kommt gerade aus dem Wasser, verstehe ich. Wenn man gerade aus dem Wasser kam, dann brennt man nicht so leicht. Habe ich immer gemerkt. Ach, wenn die Leute... Was für ein langweiliger Kampf. Wenn die Leute immer vor ins Wasser springen, bevor ich sie anzünde. Ach. Hau doch mal, hier kommt mal wieder Himmelskraft. Trifft alle Gegner besonders empfindlich besonders wirksam gegen pflichtempfindliche Wesen. Will ich machen. Aber Athea wird ja nicht angegriffen. Ja. Oh nein, der böse Khan der Hölle, der immer wieder Leute ruft. Und Leute, kannst du mal aufhören, uns zu rufen, wenn wir gleich wieder sterben? Ihr seid untot, ihr könnt nicht sterben. Ja, aber vielleicht wollten wir, wiederbelebt, noch ein bisschen quasi leben? Nö, tschüss. Oh, shit. 474, wirklich? Aber genau so. Oh, eine neue Verstärkung. Die anderen waren aus. Ich denke mal, das wäre cool, wenn das wirklich mit dem... Das war nämlich, kann man bei RPG-Maker nämlich auch machen. Wenn unter einem bestimmten HP-Wert, dann macht das. Kennt ihr bestimmt von Rollenspielen. Und das finde ich auch immer sehr cool, wenn Spiele das machen. Nicht die, die dann sagen, okay, mach dreimal so viel Schaden und mach tot auf alle. Das hasse ich. Hört auf damit. Aber halt, ne, dass der Gegner sich so nach und nach verändert. Ich finde das supi. La 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 la, Himmelskraft, schade, aber nur da war. Und Phönix. Ist trotzdem schlecht, nur da war. Ich mach's einfach nur, weil endlich können wir es mal benutzen. Das ist echt scheiße. What the fuck? Die Schwerter werden ja schwächer. Ja, das sind jetzt die Nachzügler. Ja, ich habe keine starken mehr. Eieieiei. Meine beiden Männer da vorne. Ja, Drache, du bist echt süß. Oh, neuer, doch ein neuer. Es gibt noch andere. Boah, das ist der interessanteste Bosskampf ever. Und sonst so? Nein, tut mir leid. Ich finde, ich kann mich an das Schiff erinnern. Warum auch immer. An nichts anderes, aber an das Schiff. Meine. Wir haben aber auch ziemlich hoch gelevelt. Nur weil ich den Nachtdrachen haben wollte, da die Frucht. Also eigentlich ist der Kampf ziemlich schwer. Aber wir sind halt besser. Celan, 7. 7?
1, 1, 4. Das war ein schönes Level. Oh, tschüss. Können wir verbrennen. Jetzt nehmen wir das Holz. Wir nehmen den Kahn und bringen ihn irgendwo hin zum Verbrennen. Das ist doch toll. Das würde ich jetzt als Spiel irgendwie so machen. Einfach nur, dass es jetzt anfängt zu versucht wegzufahren. Und dann Celan oder sowas einen Feuerball hinwirft. Und dann hört man noch so, ah, nein! Und dann geht es unter und dann gibt es irgendwie einen Wikinger-Spruch oder, nee, macht hier keinen Sinn, aber dann zerfetzt er und zerberstet in ganz viele kleine Seelen oder sowas. Weißt du, ja, stirb! Nochmal! Die Strömung hat sich wieder normalisiert. War das Geisterschiff an allem schuld? Oh mein Gott, du bist wirklich nicht... Uiuiuiui, Hilfe! Ach, plötzlich kommt er hinterher. Königin, bist du verletzt? Unverletzt? Ja, aber ich habe euch gesagt, dass ihr nichts zu suchen habt. Oh mein Gott, was ist das denn? Die hatte was mit dem Opa. Sie und der Opa sind ja super ähnlich. Ich gehe alleine. Ich bringe mich super in Gefahr, aber ich schaffe das schon. Das ist auch ein bisschen eingebildet. Wir sind doch keine Feiglinge. Wir müssen unsere Königin und unsere Prinzessin doch beistehen. Wir haben doch sonst nichts zu tun. Jeden Tag mit den Bällen. Ihr seid solche Dickköpfe. Ich danke euch trotzdem. Lesbo-Party. Nee, ich hab keinen Bock. Vielen Dank. Man hat mir erzählt, also Frau hat mir erzählt, dass alle Menschen Egoisten seien. Was? Wer hat dir das denn erzählt? Wer das erzählt, die muss gespankt werden. Richtig hart. Ordentlich. Nee, ernsthaft. Da müssen wir jetzt mal ein bisschen wie heißt das? Educaten, ne? Müssen wir ein bisschen der es erzählt hat, mal zeigen, wo der Hammer hängt oder sowas. Ihr habt mich vom Gegenteil überzeugt. Eine Aussage von irgendeiner blöden Kuh gegen 4 Helden. Es gibt schon einige Egoisten unter den Menschen. Oh mein Gott! Du machst es nicht leichter, dich zu mögen. Oh, er ist eine Bitch. So, das ist es. Weißt du, die anderen drei nicht. Aber Atea ist eine Bitch. Aha, und bei Elfen? Gibt's da etwa keine Egoisten? Nur wenige. Wow, und Guy hat auch noch gleich... Guy ist super, deshalb mag ich Guy am liebsten irgendwie. Also, hat auch seine Macken und so, aber... das war super, wie er es direkt gesagt hat, oder? Gleich gegen an, finde ich super. Lasst euch nicht... So ein Scheiß. Und das meine ich jetzt an euch auch. Ich weiß heutzutage, gerade heutzutage ist es schwerer, weil es nur so wimmelt von Idioten. Weil Idioten heutzutage denken, sie haben die Macht, haben sie leider auch. Aber lasst euch nicht unterkriegen. Wenn ihr euch ruhig wehrt und es geht nicht darum zu gewinnen, es geht darum, ein bisschen auch mal Konter zu geben. Bei sowas zum Beispiel. Gleich zu sagen, hey, nicht durchlassen, weißt du? Weil diese Idioten heutzutage sind wie kleine Kinder. Und wir sind die Erwachsenen, die da auch mal sagen müssen, hey, jetzt komm mal runter. Ne? Ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Ja, weil es nur wenige Elfen gibt. Das reicht jetzt. Sie meinen das nicht im Ernst. Sie machen nur Spaß. Wirklich? Haben die überhaupt irgendwas zu lesen? Was machen die jeden Tag? Weißt du, mir ist aufgefallen, die am meisten längsten leben, und ich verstehe warum, weil sie mehr Zeit haben, einfach nur auszuspannen, haben am wenigsten Hobbys. Was machen die ganzen Tag? Wir schwimmen rum. Wir leben 5-mal so lang wie Menschen. Ja, das machen die beiden ständig. Machen sie? Nein, Guy und DK hatten das. Oh, da habe ich jetzt was verpasst. Atea und Guy hatten doch nicht wirklich... Ja, scheinbar haben wir sie mitbekommen, weißt du? Während sie gereist sind. Guy braucht immer jemanden. Guy braucht immer einen blauhaarigen Kumpel, mit dem er sich kabbeln kann. Weißt du, Guy und Atea kommen noch zusammen. Einfach nur, weil du siehst genug aus wie ein Mädchen. Wenigstens kann ich jeden Tag dann mit einem meiner Kumpel rumkabbeln. Kann man doppeldeutig sehen. Sehr interessant. Kein Wunder, dass euch der Älteste in Shada den Schlüssel gegeben hat. Er ist viel wert, oder? So viel wie das Leben von... So viel wie das Leben von... Hä? Von der, die weggegangen ist? Die Strömung. Amos. Oh, tschüss. Hui.
Ich glaube nicht, dass das Geisterschiff die Strömung verändert hat. Auf, wir müssen sie retten. Nur die Ruhe, das sind Nixen, die werden nicht ertrinken. Lass uns losgehen und nach dem Lufia-Schwert suchen. Scheiß auf die Weiber. Wirklich jetzt? Huch! Es war jetzt ein Witz, dass ich da reingehen kann. Man kann da wirklich rein? Oh, gibt's Schätze? Oder kann ich sie retten? Oder gibt's Schätze? Warte. Führen alle Wege nach Rom? Okay. Doch, Dungeon? Zuerst der Endgegner, dann der Dungeon? Aber what a twist. Seid ihr in Ordnung? Hä? Okay. Ja, scheint so. Die Ströme hat uns direkt hierher gebracht. Ich bin wirklich froh, dass wir alle wohl auf sind. Freut euch nicht zu früh. Was meinst du damit? Fühlst du es denn nicht, Selan? Hä? Konzentriere dich, Selan. Hier ist diese Energie. Die Energie des Bösen. Ja, wie hier. Bei mir ist nur eine kleine Fliege. Verpiss dich. Du bist die Energie des Bösen. Ich hasse das. Ich liebe alle Tiere, bis auf die ich hasse. Ja, hier muss einer der Höllenfürsten sein. Wir wissen ja schon seit wie vielen Stunden jetzt, Amon... Jetzt geh weg. Warum fliegen die immer so nah? Kennt ihr diese ganz kleinen Fliegen? Königin, wir müssen jetzt gehen. Wir werden den Ausgang suchen. Seid vorsichtig. Ich kann etwas Gefährliches fühlen. Ein Mann! Dann sollten wir uns beeilen, den Ausgang zu finden. Dieses Gebäude könnte es sein. Auf geht's. Oh mein Gott. Oh. Das war irgendwie 60. Das waren alle. Nee, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gab es da. Es war fast die Hälfte der Bevölkerung getötet. Das war hart. Wie gesagt, nach dem... Ich meine, das ganze Dorf schon getötet worden, aber das war hart jetzt. Wie habe ich denn Armer nochmal gesprochen? Ist ja egal. Nur wenige Auserwählte dürfen herantreten. Ihr scheint nicht dazu zu gehören. Wer bist du? Wenn du es wissen möchtest, dann komm. Doch mache dich auf dein Ende gefasst. Warte mal, ist doch nicht Amon? Wir haben doch schon mit ihm geredet. Warum hast du meinen Nixen das angetan? Ich werde dir nie verzeihen. Nein, geh da nicht hin. Vorsicht! Narkose! Narkose! Wirklich? Wow. Mutter! Es geht ihr gut. Sie schläft nur. Bist du sicher? Boah, die kann ja gar nichts, die Prinzessin. Dann hätte die doch mal häufiger draußen rumschwimmen sollen und bei den Menschen. Meine Fresse, wer bist du denn? Die kann ja... Wow. Ich höre immer darauf, was andere sagen. Aber dann bin ich total überrascht und glaube gar nichts und bin zu nichts fähig. Ich bin Aktivist auf Twitter. Sucht nun den Ausgang und macht, dass ihr hier verschwindet. Haben die anderen ja auch gemacht. Was ist mit euch? Wir werden reingehen. Ich dachte, nur Auserwählte dürften... Meine Fresse. Wenn du einen IQ unter Zimmertemperatur hast, lass die Erwachsenen reden. Wir sind die Auserwählten. Wir sind in der Lage, die Höllenfürsten zu besiegen. Warum konnte Selan das eben jetzt nicht spüren? Selan hat doch die zweitgrößte Kraft aus der Gruppe. Naja, Selan war nicht konzentriert. Hatte ihre Gedanken woanders als Frau. Ihr habt die Kraft, um die Höllenfürsten zu besiegen? Wurde euch die Kraft von Überwesen verliehen? Das Leben wurde von den Überwesen erschaffen. Oh. Ja, ist ja jetzt nicht gerade so, dass deine Untergebenen gestorben sind und deine Mutter jetzt da eingeschläfert liegt. Jetzt kriegen wir die Lore von den Göttern. Das Leben wurde von den Überwesen erschaffen. Doch, dann müssen sie auch das Böse... Doch, dann müssen sie auch das Böse erschaffen haben. Oh mein Gott. Das darf nicht in Amerika rauskommen, das Spiel. Sie zweifeln gerade an Gott. Wenn Gott alles Leben erschaffen hat, muss er auch alles Böse erschaffen haben. Oh oh. Ja, das könnte so stimmen. Warum wurden uns solche Kräfte in die Wiege gelegt? Das werden wir früh genug feststellen. Ich meine, Guy hatte auch Kräfte. Ja, aber nicht wirklich? Weiß ich nicht. Ja, dann geh!
Ich fühle die Strömung, also kann der Ausgang nicht weit sein. Schnarch, schnarch. Okay, gab's mal an jetzt noch was? Egal. Auf geht's, Dungeon. Woo, woo. Wir glauben einfach mal. Die anderen wohl umgebracht, nur... Aber den Tempel gibt's schon länger. Was ist denn das? Ist das eine Anspielung? Die Bösewichte hier machen nichts Eigenes. Sie übernehmen nur Sachen, die andere schon gebaut haben. Und, weiß nicht. Ist das so eine Kolonisationskritik oder so? So eine, Hier, Cultural Appropriation Ding? Na, es ist ja eher Clown. Also so richtig... Ihr wisst, was ich meine. Schon wieder ein Tempel, den es schon lange gibt. Keiner weiß, warum der Tempel gebaut wurde. Sie haben den Tempel jetzt gefunden. Jetzt ist da Amon oder wer auch immer, ist da jetzt drin. Ja, da ist jetzt zum Beispiel das Gute und Schlechte, dass es keine Sprachausgabe gab. Wir sind selbst überrascht. Aber wir wissen, dass sie die Stimme noch nicht gehört haben. Also könnte es ja, ihr wisst, ne, hatten wir ja den Twist, eine andere Person sein. Ulda? Es gibt keinen Dungeon. Bam, 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 balala, bam. Ich liebe die Musik, ich weiß auch nicht. Gleich als am Anfang kam, kommt das jetzt. Bam, bam. Sind die Übermenschen Drachen? Ist denn der Eierdrache eine Rückentwicklung? Aber guck mal, das ist ein Drache. Ein heftig muskulöser Drache, der aber auf ein Hinterbein läuft und eine riesen Sichel trägt. Das ist super cool, das möchte ich als Figur haben, bitte. Aber, das heißt, wenn das die Übermenschen waren und Drachen alle anderen erschaffen haben. Guck mal, wie sie spiegeln, finde ich geil. Die Spiegelung auf dem Boden finde ich auch super. Naja, okay, ich versuche die Lore zu verstehen, Leute. Oder es sind einfach nur Wächter. Aber es sind auf jeden Fall Drachen. Also Furries freuen sich jetzt bestimmt. Obwohl Furries macht jetzt keinen Sinn, weil Furries sind ja eigentlich wegen Fell. Aber egal, Furries haben auch Drachen. Man nennt sie Scalies. Ich nenne sie Scalies. Oh! Okay, wir wissen, es ist nicht das Lufia-Schwert. Es ist eigentlich ein anderes Schwert, aber das kommen wir dann dazu, wenn wir im ersten Teil spielen. Hat das Lufia-Schwert jetzt unschuldige Frauen umgebracht? Canceln, bitte, einmal. Ist dies das Lufia-Schwert? Was ist das für ein Geräusch? Das Schwert, es singt. Oh, du bist nicht im Recall, das ist ja widerlich. Es ist verstummt. Der Gesang galt nicht mir. Pau, jetzt bin ich eingeschnappt. Ich finde das toll, wenn Leute, wenn ich komme, anfangen zu singen, weil ich so toll bin. Maxim. Was ist? Boah, Maxim. Also Guy hat den niedrigeren Intelligenzwert, ne? Aber boah, Maxim. Der muss gut im Bett sein. Meine Fresse. Also, wären wir nicht auf Abenteuerjagd gegangen, wären aber bestimmt noch jetzt schon ein neues Kind unterwegs, ne? Hatte der überhaupt? Das Thema hatten wir schon, aber ich überlege gerade. War der viel unterwegs? Ja, scheinbar nicht. Wenn ich es richtig verstanden habe, war er am Anfang auf dem Land eingesperrt, kenne ich. Und dann hat er. War er Jungfrau? Bis er Selan getroffen hat? Weiß ich nicht. Achso, das. Ich habe keine Ahnung, wie ich das Lufia-Schwert jetzt sprechen soll. Ich bin immer noch überrascht, dass, wenn das wirklich. Das Lufia-Schwert hat Leute umgebracht. Ich weiß, das ist wahrscheinlich wie so eine Selbstschussanlage zum Schutz, ne? Eine Selbstschussanlage kann nicht wissen, ob Feind, ne, oder Freund ankommt. Aber dann findet irgendein, keine Archäologenteam, irgendein Forscherteam findet diesen Tempel, will reingehen und wird einfach nur weggeblasen. Das ist ganz schön fies. Ich finde jetzt gerade faszinierend, wie die Charaktere sich umgedreht haben ein bisschen. Nicht alle. Ich fand die Kaya damals schon cool. Aber, Arek hatte recht. Es gibt tatsächlich einen Sterblichen, der das Schwert erklingen lassen kann. Nämlich du. Okay, das haben wieder falsch gemacht. Wahrscheinlich hatten sie den Text nicht und haben dann über jetzt Maxims Text gemacht. Nämlich du. Wie ist dein Name?
Und doch nicht. Also war doch. Okay, Entschuldigung, Daos. Jetzt habe ich eine Stimme für Daos. Also war doch nicht das Lufia-Schwert. Daos ist der Arsch. Weil wir wissen ja, ne, es gibt 4 Höllenfürsten. Wissen wir das schon? Oder habe ich euch jetzt gespoilert? Auf jeden Fall wisst ihr es jetzt. Yippie, wir haben alle. Daos. Aber das wundert mich, dass wir immer noch nicht gegen Amon gekämpft haben. Wir haben ihn immer nur getroffen in Geschichten, also in Zwischensequenzen. Ich bin Daos, Meister des Terrors und Herr der Qualen. Deshalb rede ich so. Bitte dranbleiben. Ding, 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 ding. Ich sitze noch neben dem Telefon. Ich tue nur so, als ob ihr noch nicht dran wärt. Ding, 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 ding. Das ist, ich bin beim Meister des Terrors, Herr der Qualen. Nach allen 3 Minuten kommt eine neue Werbeeinschaltung und ihr könnt es nicht überspringen. Ding, 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 ding. Das wär der moderne Daos. Ich bin der Fürst der Höllenfürsten. So siehst du auch aus. Weißt du, so wie du guckst und so, super cool, aber die anderen sind eher so gewesen, so, hey, wir haben ein bisschen Spaß. Und eher so, oh, ich muss zurückbleiben und mich um die Bürokratie kümmern. Der Anführer der Höllenfürsten. Aber das meine ich, cool gemacht. Die haben die Stimme nicht wiedererkannt. Deshalb wussten wir, es kann nicht, können keine der anderen gewesen sein. Wahrlich, das bin ich. Warum willst du die Welt zerstören? Warum vernichtest du ohne Grund? Das Schwert ist der Grund. Jetzt, den haben wir ja am Anfang schon gesehen, also eigentlich dürftet ihr gar nicht überrascht sein, wenn ihr den Anfang geguckt habt. Egal, ich nehme alles zurück. Wie meinst du das? Das Lufia-Schwert wurde in der Hölle geschmiedet. What? Das wusste ich nicht mehr. Und nun hat es begonnen zu singen. Was hat das zu bedeuten? Es bedeutet, dass ein Sterblicher existiert, der die Macht hat, uns zu bekämpfen. Wollen Sie damit sagen, dass die Höllenfürsten eigentlich Götter sind und das Lufia-Schwert aus der Hölle? Oder meint er jetzt, der Himmel ist für ihn die Hölle, weil er der Höllenfürst ist? Oh, mein Kopf. Er steht vor dir. Die Starken werden die Welt beherrschen. Wir, die Menschen, sind stark. What? Oh, wenn die Übersetzung sagt, ne? POV. POV. Hä? POV ist auch Point of What the fuck. Die Starken werden die Welt beherrschen. Wir, die Menschen, sind stark. Warte mal, hat der Höllenfürst gerade gesagt, es sind Menschen? Das heißt, aber wir haben doch... Ich bin so verwirrt. Die Übersetzung sagt... Na, okay. Kann das sein, dass es umgedreht war und Maxim hat gesagt, wir Menschen sind stark und jetzt sagt Daos, Narr, mit dieser von deinesgleichen geschaffenen Waffe werde ich dich bezwingen. Oder sagt jetzt Maxim, dadurch, dass er gesagt hat, die Menschen sind stark oder waren die Menschen vielleicht schwach? Okay, wir nehmen es so an, wie es da stand. Narr, mit dieser von deinesgleichen geschaffenen Waffe werde ich dich bezwingen. Er hat doch Angst vor der Waffe. Was labert ihr? Das Lufia-Schwert ist verschwunden. Doch, warum? Hahaha, ha, ha, du bist des Schwertes nicht würdig, Sterblicher. Nein. Ohne das Schwert bist du ein Nichts. Du wirst unsere höllische Herrschaft dulden müssen. Oh, danke. Und unser Schiff? Ach, ist das wirklich Shada? Ich glaube, das hat uns hierher gewarbt. Gewarbt, nicht teleportiert, gewarbt. Warum nur? Da seid ihr ja wieder. Habt ihr das Land der Nixen gefunden? Ja. Oh. Huch, es wird dunkel. Das erste Mal in diesem Spiel, dass es Nacht wird? Und dabei schlafen wir doch gar nicht in einem Gasthaus. Ah, dort, schaut nach oben. Eine schwebende Insel. Was? Natürlich muss es eine schwebende Insel geben. In den 90ern kann kein Spiel geben ohne schwebende Inseln. Hört mich an, Menschen der Erde. Ich bin Daos, der Meister des Terrors und Herr der Höllenfürsten. Jetzt sagt das allen einfach. Und die alle, hä? Ihr, die nur den Frieden wollt, habt den Glauben verloren. Sehe ich das gerade richtig? Das ist ein bisschen ein bestimmtes Final Fantasy Spiel.
Also das mag ich total. Einige Spiele haben sich getraut, das mal zu hinterfragen. Und ein bestimmtes Spiel auch hat sogar, ein PlayStation-Spiel, hat das sogar noch mehr auf die Spitze getrieben. Die Idee, dass den Gott, den wir kennen, einfach nur ein Arsch ist. Und wir einfach ein bisschen, also so könnte man bei unseren eigentlich auch schon denken, nach Arche Noah mäßig, ne? So, oh, ich werde euch alle ertränken. Oh, danke schön, du Arsch. Aber so ein bisschen. Und da, ist das jetzt auch hier so? Das sind die Götter? Sind das die Erschaffer? Und das Schwert wurde geschmiedet in der Hölle und kann jetzt helfen, gegen die Götter zu gehen? Aber warum heißen sie denn Höllenfürsten? Wurde das auch falsch übersetzt? Oh mein Gott, meine ganze Kindheit geht in Eimer. Nicht, weil das Spiel scheiße ist, sondern weil die Übersetzung so scheiße ist. Und ich alles neu erlebe. Weil ich jetzt mit meinen erwachsenen Gedanken nicht einfach alles nur lese, sondern darüber nachdenke. Ah ja. Vielleicht ist die Unschuld der Kindheit nicht immer gut, weil wir alles glauben. Deshalb sollten wir vielleicht zu junge Leute nicht zu aktiviert lassen. Okay. Ihr, die nur den Frieden wollt, habt den Glauben verloren. Nun erfahrt ihr, was Terror bedeutet. Nein! Nein, nicht den coolen Opa! Oh, das wusste ich auch nicht mehr. Ich habe gerade meine Sachen an dir verkauft. Kann ich das Geld wieder reinsacken oder so? Ich meine, oh nein. Ich habe da gerade so viel verkauft. Ah nee, die haben mir das Geld ja schon gegeben. Ah, egal. Oh, oh nein. Warum wurden wir nicht getroffen? Warum hat er uns bloß hergebracht? Das werde ich ihm nie verzeihen. So einfach kommt er mir nicht davon. Ja, Thea, genau. Als ob du es alleine schaffen könntest. Seht ihr nun, wie schwach ihr seid. Was für eine Ironie, dass ich ihm jetzt eine Roboterstimme gegeben habe. Wenn du kämpfen willst, dann kämpfe mit uns. Nur ein Feigling vergreift sich an Wehrlosen. Ha, 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 du Wurm, hast etwas zu sagen? Dann komm hier herauf und rede mit mir. Das werde ich. Maxim, was sollen wir tun? Die Insel befindet sich im Himmel. Ja, das ist genau, wir kamen nicht unter Wasser. Und jetzt kommen wir nicht über Wasser. Verflixt. Können wir denn nichts dagegen unternehmen? Das ist wirklich ein bisschen, als ob hier dir jemand was weg so zeigt und dann aber immer weg außer Reichweite hält. Was soll ich nur tun? Gucken wir uns erstmal die Opfer an. Wirklich? Shadar wurde umgebracht? Der Meerjungfrauenficker? Und seine Familie? Das ist hardcore. Das Spiel hat's richtig drauf. Ich meine, dieses eine im Oft umzubringen. Aber jetzt eben die Unschuldigen, das dachte ich, das wäre das Schlimmste. Nein, da ist er! Da, andere Spiele hätten jetzt hier irgendwie gemacht, dass er noch mal kurz ein bisschen lebt und einem noch was gibt oder sowas. Ich finde auch schade, dass sie nichts darüber sagen. Guck mal, hier liegt ein totes Mädchen, das, wo wir vorher mit geredet haben. Und der Opa, mit dem wir geredet haben, der uns geholfen hat, die Meerjungfrauen zu finden. Damn! Damn, ist das hart. Oh, wow, muss ich zugeben. Ich meine, darf ich nicht spoilern, aber es gibt eine andere Reihe, die noch heftiger ist. Doch kann ich. Suikoden. Die Suikoden-Reihe ist extrem hardcore, was das angeht, wenn du denkst so, ach, ist doch nur ein Spiel. Und dann so, oh, what the fuck. Und daher, ja, wird keiner mitbekommen. Da gibt es auch kein Newsletter für.